Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir hängen hier an der Kletterwand und ja, wir werden herausfinden, ob die Leute dagegen uns sind. Was ist mit den einheimischen Führern, die man Ich glaube, die sind nicht es auf unserer Seite. Von zwei Personen angeheuert worden. Eine davon eine junge Britin, aber sie haben sie vor der Lawine in den Bergen zurückgelassen. Das klingt ganz nach Konstantins Phantom. Wer immer sie erwischt, wird ein reicher Mann. Du bist neu bei Trinity, oder? Erster Vertrag. Ein paar Kumpels haben für mich gebürgt. Versau das bloß nicht. Niemand zahlt besser, aber Fehler werden nicht toleriert. Okay, wollen wir die dann einfach mal umlegen? Weil die haben jetzt aufgehört zu reden und, ne, warum nicht? Was war das überhaupt für eine Anlage? Ein Gulag. Ein Arbeitslager für Dissidenten und andere Feinde des Staates. Sie haben es Freiheitsstation genannt. Jetzt reden sie aber wieder. Da hatte jemand Giftpfeile, ja, das können wir natürlich auch mal einsetzen. Hey, wenigstens ist es heute nicht so mies draußen. Ich habe keine. Warum? Habe ich die alle schon wieder verbrezelt? Ach, tschüss. Voll gemein. Voll gemein mit Giftpfeilen. Und komisch. Oh, was? Echt? Ja, wo bist du denn jetzt? Komm mal raus aus dem Busch. Ich glaube, der ist... Nee, ist er nicht. Immer noch nicht. Das war's. Mit den Giftfallen ist schon echt fies. Muss ich sagen. Muss ein schlimmer Tod sein irgendwie. Aber geht... Zumindest hier dem Spiel relativ schnell. Immerhin. So, wir haben wieder Fähigkeitspunkte, was natürlich schön ist. Erstmal kümmere ich mich um unsere Waffen. Schließen wir direkt im letzten Part da weiter an und machen weiter. Wir machen unsere Mondschattenwaffe mal wieder. Mattschwarze halbautomatische schwere Pistole, hatte ich ja schon mal vorgelesen. Und die machen wir mal bitte weiter. Polierter Lauf. Haben wir schon. Hohler Schlagbolzen. Jetzt kümmern wir uns um Mündungsbremse. Leitet die beim Feuern ausgelösten Gasum, um den Rückstoß und das Anheben des Laufs zu reduzieren. Anwendbar bei allen Pistolen. Das machen wir mal. So, jetzt hat unsere tolle Pistole auch noch eine Mündungsbremse. Unsere Mondschatten-Dingens. Können wir noch mehr an den Waffen was machen? Nee, können wir nicht. Jetzt die Fähigkeiten. Da freue ich mich immer am meisten drauf. Ja, Kämpfer... Überlebender. Irgendwie hink ich bei allem noch sehr hinterher. Wir haben ja erst angefangen und es ist so merkwürdig, denn wir haben schon ein paar Parts hinter uns und man hat das Gefühl, man hat voll viel schon gemacht und es sind noch so viele Türen offen in diesem Spiel, glaube ich. Aber gut, wir bleiben mal... Ach, nehmen wir mal Überlebender, sonst mache ich da nie was. Ich kenne das schon. Listenreicher Kämpfer. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht sind, bringen mehr Erfahrungspunkte. Bisher habe ich noch gar nichts gefunden, wo ich... glaube ich, hätte das machen können. Und ich glaube, im Eifer des Gefechts bleibe ich meistens auch bei meinen Waffen. Schnellere Herstellung von Wurfobjekten, Munition im Lauf. Machen wir einfach mal. So. Nicht lange Fackeln machen. So. Dann haben wir wieder keine Fähigkeitspunkte, genau. Und was ich noch mache, ist eben ein kurzer Stopp nochmal machen ins Tagebuch von Laras Vater eher. Genau, und da hören wir uns jetzt mal das dritte an, Einladung. Heute wurde ich eingeladen, auf einer Konferenz über Folklore und Anthropologie zu sprechen. Natürlich nur als Witzfigur. Sie wollen mich und meine Ideen lächerlich machen. Aber Sinn dieser Arbeit ist nicht, sie zu verstecken. Man muss sie zeigen und so die Wahrheit verkünden. Amelia hielt es für edel, sich Widrigkeiten direkt zu stellen. Sie meinte, dass Stärke von innen erwächst. Sie hatte recht. Sie hatte immer recht. Ich werde die Einladung wohl oder übel annehmen. Ich erinnere mich daran, Dad war voller Vorfreude auf diese Konferenz, obwohl er wusste, dass man ihn verspotten würde. Ja, schade. Er hat halt an vieles auch geglaubt, was für andere noch so wahrscheinlich ein bisschen surreal war.
Und das ist ja oft im Leben so, dass man dann nicht gerade den Ruhm dann bekommt erstmal. So, dann gehen wir mal hier hin. Hier waren wir noch nicht. Vorratsschuppen. Nutzen Sie byzantinische Münzen, um den Ausrüstungstechniker von Trinity Objekte abzukaufen. Gehen Sie auf Objekt zu und halten Sie X gedrückt, um sie zu kaufen. Kehren Sie jederzeit zum Schuppen zurück, um Objekte zu kaufen. Aha. Aha. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir. Wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Ja. Okay. Trauen wir immer erstmal und... Steigklemmantrieb. Ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen. Halten Sie an Seilsträngen zu aktivieren. Yay! Das nehmen wir doch gleich... Oh, ups. Das nehmen wir doch mal mit. Steigklemmantrieb. Schon eine Weile im Auge. Ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen. Okay. Coole Sache. Gewehrgranatwerfer. Unterlaufgranate, der Sprenggeschosse abfeuert, wird automatisch in allen Gewehren angebracht. Ja, komm. Ich hätte das schon gerne gemacht. Klar, ich habe jetzt hier nicht geguckt, was es noch alles gibt. Gewehrlaser, Zielfernrohr. Aber ich finde das mit dem Seil echt gut. Also das hat mich jetzt draußen eh schon die ganze Zeit genervt. Das zweitwichtigste oder... Eigentlich so auf selben Level finde ich natürlich diese Sachen, wo ich was aufsprengen kann, damit ich auch mal an diese Geheimnisse und so rankomme. Aber das kriegen wir auch noch hin. Fertigungswerkzeug. Upgrade-Werkzeug, das einen weiteren Rang aller Waffen-Upgrades freischaltet. Kommando-Outfit. Ein Outfit aus schwarzem Tanktop, Tarnhose und taktischer Ausrüstung. Outfits können in Basislagen gewechselt werden. Ja, klar habe ich sowas gerne. Ich hätte das alles gerade gerne. Deswegen bin ich froh, dass ich mich schnell entschieden habe. Gewehrlaser, Zielfernrohr, Rotpunktlaser, Zielfernrohr für höhere Präzision wird automatisch in allen Gewehren angebracht. Hätte ich jetzt auch nicht gleich genommen. Nee, wenn, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie... Obwohl ich nicht weiß, ob ich mit einem Gewehrgranatwerfer diese Dinger da aufgekriegt hätte. Pistolen-Schalldämpfer. Ach, ich bin schon ganz zufrieden. Es ist zwar nichts Tolles so für den Kampf, aber man kommt vielleicht besser durch die Gegend. Taktische Schrotflinte, Bereitschaftspolizei, Schrotflinte mit hoher Kapazität zur Bekämpfung größerer Truppen. Militärgewehr, militärisches taktisches Spezialeinheitengewehr mit hoher Schussfrequenz. Okay, das ist gemein. Hätte ich die Dinger jetzt hier nicht gesehen, dann hätte ich das vorgewusst, hätte ich mich sehr schwer entscheiden können. Und egal, was ich entscheide, dann... kann ich das nehmen? Ach, das kann ich noch nehmen. Pistolen-Schalldämpfer. Für die anderen habe ich nicht Punkte genug. Ach, das kann ich auch noch nehmen. Ach so, guck mal einer an. Gewehr, Laser, Ziel, Fernrohr. Aha, das geht nicht. Das geht auch nicht. 29 von 140. Ja, soll ich jetzt noch was? Ach komm, dann nehmen wir noch so eine Kleinigkeit mit. Universalpistol, Schalldämpfer. Ist auch gut. Oder alternativ Gewehr, Laser, Ziel, Fernrohr. Rotpunkt, Laser, Ziel, Fernrohr für höhere Präzision wird automatisch... Nein, ich glaube, ich nehme den Schalldämpfer. Was Geschmack? Waffenaufsätze. Waffenaufsätze sind waffenspezifische Ausrüstungsteile, die an Waffen angebracht werden und ihr Verhalten und ihre Fähigkeiten verändern. Alle Schusswaffen desselben Typs bekommen einen Aufsatz, sobald sie diesen besitzen. Aufsätze werden automatisch auf allen passenden Waffen angebracht. Sehr schön. Ach, das ist doch gar nicht schlecht. Ne? Nein, du sollst, wenn, dann die anderen nehmen. Mhm. Okay. Sieht man da wahrscheinlich jetzt. Doch, ist schon umgebaut. Ja, keine Ahnung, was ihr genommen hättet. Wahrscheinlich irgendeine coolere Waffe. Was ist hier noch? Aber umso schwieriger für unsere Lara, sich dann gegen die Truppen und Feinde durchzusetzen. Das macht das Ganze ja auch spannend. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich.
Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Das ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen verdammten Seite der Geschichte. Oh, merkt man wahrscheinlich auch oft erst, wenn es zu spät ist. Das wird kein gutes Ende nehmen, sagt Lara dazu. Und das kann gut sein. Und wir sollen wahrscheinlich jetzt hier auch weiter, ne? Mal hoch. Ich hoffe, da unten war jetzt nichts mehr, was wir übersehen haben. Lag da unten links um die Ecke noch rum? Da waren wir nämlich nicht. Ach, jetzt bin ich neugierig. Geh noch mal eben kurz runter. Lag hier noch was? Nee. Ich hoffe nicht. Gut, okay. Dann gehen wir weiter. Ha! Nicht drumrum. Auf die Leiter zu. Ja, sehr schön. Und jetzt sollen wir runterfahren. Sollen wir da hin? Ja, wir sollen da hin. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Ist dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Quelle. Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein.
Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Erna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Es hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Und da sind wir beim Gefängnisausbruch. Das war ja jetzt wohl mega. Dort kommt ein Luftzug durch. Spannend. Vielleicht kann ich durchbrechen. Ja. Was haben wir hier? Aha, ein Rohr. Ach, das machen wir mal direkt hier auf. Ja, wunderbar. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Genau, Lara wird das Pferdchen schon schaukeln. Ich habe irgendwie gewusst, dass sie... Ich wusste irgendwie, dass sie böse ist und dass sie... Ja. Als ich die das schon sitzen habe sehen, so... Haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Mit ihren Fesseln, da habe ich gedacht... Da habe ich gedacht, na, was ist, wenn die nur so tut, als ob sie gefangen wäre, um Informationen zu bekommen? Und zack, es war so. Also, irgendwie, weiß ich nicht. Lara hat ja meistens wenig gute Freunde. Leider. Mein Seil. Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Rekurveburgen. Gefängnisausbruch, schaffen Sie einen Ausgang. Wir haben neue Ausrüstung gefunden und Spielkarten. Na, nicht mitnehmen. Nicht nützlich. Schade. Immerhin. So, können wir hier die Schränke noch irgendwie aufmachen? Nee. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wir haben alles abgesucht. Dann gehen wir wieder durch. Vielleicht können wir damit irgendwas anfangen. Zum Beispiel können wir jetzt die Dinger ranmachen, zielen und Seilzug. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, ja. Hat geklappt. Können Sie da raus? Bestimmt. So cool.
befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Lara. Nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja. Ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Hoffentlich ist der Jacob wirklich ein Freund. Hoffentlich verarscht er sie nicht auch noch. Was ist das für ein Symbol? Können wir das irgendwie lesen? Nein, aber hier haben wir noch was. Das gucke ich mir noch schnell an und dann muss ich leider einen Cut machen. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Trinity ist mit vielen Männern hier mit einem Wahnsinnigen als Anführer. Ja, das glaube ich auch langsam und ihr wahrscheinlich auch. Der ist nicht mehr ganz dicht irgendwie. Und wir schauen uns hier weiter um und versuchen aus dem Gefängnis auszubrechen im nächsten Teil von Rise of the Tomb Raider. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.